Die finale Sommerprognose ist da und eins kann ich jetzt schon verraten, es wird nochmal richtig heiß werden in Deutschland. Also, was passiert? Schauen wir uns mal diese Grafik hier an. Das ist Juli, August und September zusammengenommen in der Temperatur in der Höhe und da fällt gleich auf, oder gibt es einen Kaltlufteinschub oder relativ kühle Luft in Nordeuropa und das ist der Jet, der wieder an Stärke gewinnt. Und das ist auch das Sommermuster. Es gibt ein relativ kühles Nordeuropa und ein warmes bis heißes Südeuropa. Damit ist es auch in Norddeutschland deutlich wechselhafter, etwas kühler, aber auch mit ein bisschen mehr Regen. Im Süden ist es hingegen warm bis heiß. Ja, schauen wir auf die Monate, schauen wir mal auf Juli. Da wird der Jet wieder stärker werden und dann kommt auch ja, kühlere Luft in den Norden Deutschlands. Der Gegenspieler vom Jet oder vom Tiefdruckgebiet ist natürlich dann auch das Hochdruckgebiet, das Azorenhoch, das baut so eine Hochdruckbrücke auf, immer wieder in Richtung Mittelmeerraum und dann kommt auch warme Luft oder auch heiße Luft in den Süden von Deutschland voran. So, wir hatten ja immer diese Ausbrüche von Sahara-Luft, das kann auch nochmal wieder passieren, dass so Luft nach Norden ausbricht, aber das wird diesmal nicht mehr so lange halten können, also im Juli nicht so lange halten können, denn der Jet ist relativ stark und dann geht das Ganze auch schnell wieder zurück. Und wenn wir in den August gucken, dann ist es nun mal so, wenn wir sehr lange Hochdruck haben, dann werden die Temperaturen auch zunehmen, dann wird es heißer. Also es kann nochmal richtig knalleheiß werden im August, auch mit Temperaturen von jenseits von 30 Grad und auch oft, insbesondere im Süden Deutschlands, da wird es nochmal heiß. Im Norden bleibt es dabei, sommerlich aber wechselhaft und dieses Muster wird sich wahrscheinlich auch im September fortsetzen, sodass besonders im Süden auch nochmal ein Altweibersommer dazukommen wird. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.